Ja, warum sind wir hier heute? Eine Aktion der Bundjugend. Die Bundjugend wird von diesen Projekten betroffen sein. In 15 Jahren frühestens werden die Straßen gebaut, die heute hier beschlossen wurden im Bundestag. Und man hat sich geweigert, die Vorschläge, die wir gemacht haben, die von den Linken und von den Grünen aufgegriffen und eingebracht wurden, anzunehmen. Die wurden alle abgelehnt. Was haben wir gewollt? Wir wollten eben, statt die Republik mit Straßen zu überziehen, Bahnknoten abbauen, damit die Bürger wirklich eine gute Bahn bekommen. Da hätte man eben das Geld gebraucht, was er heute für diese Straßen ausgibt. 5 Milliarden, alleine sind 3 Projekte, die hier stehen. Was man macht, ist zum Beispiel dort, wo ganz wenig Verkehr ist, neue Autobahnen, hunderte von Kilometern ins Land zu schlagen. Zum Beispiel bei der A20, wo 200 Kilometer Autobahn gebaut wird, die niemand braucht und die Umwelt zerstört, riesige Umweltschäden auslöst. Das gleiche gilt für die A14, nördlich von Magdeburg bis Karstadt. Das ist eine Metropole, die sicherlich jeder kennt. Oder die A39, wo wir gesagt haben, macht den Ausbau einer Straße, die direkt alle für die B4 betreibt. Oder was macht man in Bochum, in Bottrop und in Gladbeck und in Essen? Man will die A52 bauen. Dort, wo es heute schon grenzwertige Schadstoffe überschritten sind, wird mehr Verkehr reingezogen. Das gleiche wird bei der A100, wo man mitten in die Städte reingeht und Expressstraßen bauen will. Eigentlich in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Will man eine neue Rheinbrücke bauen, wo wenige Kilometer nördlich die Brücken vorbeigehen, statt zu erneuern, baut man neue Autobahnen. Was wir vorgeschlagen haben, sind eben genau diese Sprüche, die auf dem Banner stehen, umzusetzen, eben Dialoge durchzuführen, wo man eben Alternativen zu diesen Straßenprojekten prüft. Man hat das abgelehnt. Dialoge werden nicht durchgeführt. Das ist tun, was die Bahn heute schon macht, nämlich zu allen Planungen Dialogforen zu machen. Und am Ende kam raus, dass man statt Neubaustrecken die Aufbaustrecken macht und die dann entsprechend mit den Bürgern, mit Zustimmung der Bürger umsetzt. Wir werden nicht locker lassen, dass diese Probleme und diese Fragen noch anstehen. Die werden in den Wahlkämpfen an die Parteien rangehen und ihre Versprechen einfordern, weil sie haben vor der Wahl alle gesagt, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung. Gemacht haben sie das genaue Gegenteil. Ich rede jetzt von der Mehrheitsfraktion, von der Großen Koalition. Wir haben abgelehnt, dass man eben diese Dialogforen für Straßenbau macht. Was bei der Schiene geht, geht bei der Straße nicht. Wir werden die Parteien an ihre Wahlversprechen erinnern und werden das nicht vergessen bis zur nächsten Bundestagswahl, dass wir uns so nicht abkanzeln lassen. Ohne Bürgerbeteiligung, ohne Dialoge, das wird Ihnen noch auf den Tisch gelegt und aufs Brot geschmiert. Vielen Dank. A100 Stopp! Dobrin Stopp!